Hallo und willkommen zurück zu Direwolf 20 Modpack. Ja, wir sind mal wieder hier in unserer schönen kleinen Welt ein bisschen unterwegs. Ich habe ein, zwei nette Sachen gefunden, und zwar Enderpearls und ein Enderman-Hat von Ender.io. Und damit wir ein bisschen weiterkommen hier, habe ich mir vorgenommen, eine Farming Station zu craften von Ender.io, weil die doch ein bisschen besser sind. Und dann brauche ich noch ein Slice and Splice. Solarium. Okay, Gold und Ding. Muss ich mal gucken. Kriegen wir hin, definitiv. Und wir brauchen jetzt noch, wie war das? Waren das Diamanten? Ich glaube mal ja. Genau, davon brauchen wir zwei Stück. So. Und dann können wir noch einen Machine Frame craften. Beziehungsweise zwei. Dazu brauchen wir Gold. Ja, machen wir mal so. Das müsste dann besser sein. So, denn wir brauchen zwei von denen hier. Eins, zwei. Für die Machine Frames. Und die Frames waren Iron Bars. Haben wir noch. Eins, zwei. Rein. Und hier einmal rum. War das falsch? Jo. Wie immer falsch rum. Upsala. So. Zwei Machine Frames. Dann brauche ich. Oh Gott. Fünf davon und. 1, 2, 3, 4, 5. Und Farming, ja. 5, 6, 7, okay. 6, 7. Und packen wir mal hier rein. Und dann müssen wir nochmal in den Nether. Into the Nether. Und hoffen wir mal, dass wir wieder zurückkommen. Okay. Bad. Na gut, wir hätten nicht so weit fliegen müssen. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, nehmen wir mal einen guten Stack mit an Soul Sand. Wir brauchen bestimmt noch öfter Solarium. Wie viel haben wir jetzt? 35. Vorsichtshalber nehmen wir noch ein paar mit. Mit der Hoffnung, dass wir nirgends jetzt angegriffen werden, solange wir hier unten sind. So. Ja, ich habe jetzt endlich mal die Modspots leicht hochladen können. Ich habe endlich mal dran gedacht. Habe es heute Morgen direkt gemacht. Also am Tag dieser Aufnahme. So, dann können wir geschwind zurückfliegen. Wupp. Irgendwas kribbelt und krabbelt hier die ganze Zeit an mir rum. Das ist abartig, wenn man immer so spät abends aufnimmt und über den Tag Fenster offen hatte. Ist es doch ein bisschen unangenehm. Weil irgendwie krabbelt hier immer ein bisschen was rum. So. Sehr schön. Dann können wir das hier machen. Ah ja, und apropos, ich habe diese Lines hier wieder sauber gemacht. Also das funktioniert jetzt auch im Direwolf 20 Pack. Ja, ich habe es hochgeladen auf den normalen Pastebin-Code. Was mir gerade einfällt, hätte ich nicht machen sollen. Muss ich
im Zweifelsfall noch einen neuen Code machen. Ja, ich glaube, ich muss einen neuen Code machen für die Sachen aus dem Dire Wolf 20 Pack. Ja, muss ich machen. Dann machen wir es gerade mal anders. Ich habe die noch hier. 1, 2. 102. Genau. Also, der Code für die genau. Für den hier, für den Inscriber, ist jetzt für Direwolf 20 Modpack vorerst mal CBQNNVQY, und für die nicht für die Inscriber, für die Alloy Smelter, für die für den Inscriber ist es 5TVBFHU. Das sind die beiden Codes, wo ihr jetzt schon mal runterladen könnt bzw. benutzen könnt. Ich werde die aber auch noch auf meiner Pastebin-Seite einmal publishen, damit die auch da zu sehen sind. Damit wir hier auf jeden Fall zurande kommen. So, dazu brauchen wir hier, hier und hier. Wie gesagt, das werde ich dann entsprechend posten im 1, 2, genau, in meinem Facebin-Ding. Meine Axt, oder? Ja, Axt und Schere, genau. Mir fehlt da ein Eisen dazu, doof. So, ist ja kein Problem. Kriegen wir alles gebacken. So. Und ein Skeleton Head, wo wir keinen Platz mehr haben. Weg. Weil du kommst mir noch später. So. Einmal, zweimal und dreimal. Dann haben wir ein Slice and Splice. Ja, den stellen wir mal hier hin. So, jetzt brauchen wir dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 2. Oh, lag. Nee, doch nicht. Hat die Chest noch umgesponnen? Komisch. Okay, komisch. Egal. Genau. Lade ich dann nochmal separat auf meinem Pastebin hoch, damit ihr die auch direkt nutzen könnt von dort aus. So. Wie sieht es denn hier mit dem Powergen aus? Okay, ist noch voll. Sehr schön. So, was brauchen wir denn jetzt nochmal für die Farming Station? Nicht dich, sondern dich. Ein Z-Logic, ein Zombie-Head, zwei Silicon, zwei, eins davon und ein Zombie-Head, oh. Machen wir dann erstmal... Und da packen wir dann das rein. Genau. Dass wir Sand rausbekommen. Sand. Und schwupps. Und machen wir daraus mal schön Windsilikon. Ich habe keinen Zombie-Kopf mehr. Shit. So.
Dich legen wir mal dahin. Okay, du bist drauf. Und ein Zombie-Kopf. Oh Gott, wo kriegt ihr jetzt noch schnell einen Zombie-Kopf her? So auf die Schnelle. Ich sollte die nicht immer gleich wegschmeißen. Sind hier noch irgendwelche Zombies unterwegs? Enderman. Schauen wir mal. Oh, Sirius Quartz. Immer. Nehmen wir mit. Nur nicht anschauen, den Enderman, weil es wäre jetzt gerade schlecht. Lava, Sirius Quartz. So. Und hier ist tote Hose. Aber da nichts. So. Zu. Wobei, wenn wir hier unten stehen, sollte der ja, genau, direkt zu uns in die Tasche fallen. Oh, da ist ja auch nochmal. Cool. Zombie. Enderman. Nicht Zombie. Oh, da ist ja auch nochmal. Also, ich muss sagen, wir finden gerade sehr viel, Sirius Quartz, haben schon wieder fast einen halben Stack davon. Sehr gut. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo auf die Schnelle einen Zombie herbekommen, der uns auch einen Zombie-Head droppt. Ja, es ist das Problem, wenn man noch nicht so viel gemacht hat mit den ganzen Sachen. Vor allem irgendwas zu automatisieren. Das ist halt. Creeper. Und wo hat er den jetzt teleportiert? Ach, Kacke. Doof. Dazu. Jupp, passt. So, und jetzt müssen wir einen Zombie suchen. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Endermighty. Ich muss mal das Licht weitermachen. Das ist ja schlimm. Charge to the Squirts. Sehr schön. Nehmen wir immer mit. Charge nehme ich immer mit. Danced Emerald. Oh, sehr schön. Nicht brennen. Okay, nochmal als Emerald. Okay. Sehr schön, aber oh, gleich mal zwei Chests. Cool. Mundane. Safari Net. Weg. Brauchen wir eigentlich alles. Okay, und dann gehen wir mal zu der Chest. Steel Axe. Noch ein Safari Net. Amazing Technology Glass. Hört sich cool an. Na komm, dich brauchen wir nicht. Und was machst du jetzt? Funktion. Nö, das geht nicht. Schade. Hätte ja sein können. Oh, Emerald. Und hier auch nochmal. Sehr schön. Oh, noch eine Chest. Oh, ein Rare Bag. Cool. Die braucht man nicht. XP, was bist du? Fire Resistance. Bottle of Enchanting. 195 schenkt sich nichts.
Da war ich jetzt gerade ganz schlau. So. Ach, die kann ich so nehmen. Okay. Sehr schön, Bottle of Enchanting und dich alt. Oh, sehr schön. Da sind auch noch welche. Surge Quartz. Hey. Gott, wir haben einfach viel zu viel Zeug gerade wieder unterwegs. Am Start. So. Dich mal mit, euch drei mit, aber sowas von. Okay, hier ist auch nichts mehr und ich habe hier auch keine Zombies. Shitte, würde ich da mal sagen. Bist Period Ore brauche ich gerade nicht. Stirb, Gott. Kackviecher da. So. Essen. Und gucken, ob wir kurz regenerieren können. Den Spawner bauen wir ab. Sehr schön. Die XP mitnehmen immer. Und hier ist auch keiner. Oh Mann. Noch ein Chest. Rails, nee. Railcraft, nah. Da bin ich nicht so Fan von dem Mod. Deswegen lasse ich den auch gerne mal außen vor. Außer halt für, Gott. Außer für Tanks. Aber sonst nehme ich Raycraft eigentlich ganz, ganz selten. So, Steel. Und den Bucket brauchen wir nicht. Ich frage mich gerade, ist der über uns? Oh, komm schon. Nee, kann nicht sein. Hier irgendwo. Da. Aber kein Zombie-Head. Spinny, stirb. Und auch nichts. Shit. So, einmal, dass es gleich wieder zu ist. Dann schauen wir mal hier draußen nach, weil ich möchte doch mal ein bisschen vorankommen hier. Und ein Zombie-Head wäre mir doch da ein bisschen sehr genehm. Jetzt komm schon, du kleine Giftratte. Der hat den Head auf. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, da ist nichts. Wir haben so viele Zombies. Da bist du. Komm her. Du gibst mir jetzt einen Zombie-Head, okay? Nö. Was bist denn du für einer? Was ist denn? Fiery Zombie, okay. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das ist bestimmt ein NBT-Zombie. Oh, der hat einen Treasure. Davon möchte ich jetzt eigentlich nichts wegschmeißen. Deswegen, whoops. Bringen wir mal alles weg, was wir können. Dup. Support und Co. kommt hier rein. Endpearl. Safari Net. 1, 2, 3. Weg. Nee, das brauche ich noch. Weg. Ja, keine Ahnung. So.
holen wir uns mal den weg. Hier. Wow, böse Leck. Entschuldigung. Und dich. Und wir haben nur Coins bekommen. Schade. Witch. Haben wir sonst noch irgendwo einen Zombie? Ich würde jetzt gerne euch dann noch die Farming Station zeigen. Witches hier. So. Verpisst euch. Okay. Sehr schön. So. Hat er was gedroppt? Nein. Shit. Mann. Ich brauche noch ein paar Zombies. Creeper, Enderman. Ich brauche einen Zombie. Nein, du bist mir zu gefährlich. Und wie, hier sind keine Zombies? Bei den Villagern sind keine Zombies. Das ist doch jetzt mal etwas Neues. Auch nicht hier in Sichtweite. Nein. Nö. Gott, Leute. So. Mal wegmachen. Ich brauche nur einen Zombie-Kopf. Reicht mir voll und ganz für den Controller machen. Da ist noch ein Zombie. Und her mit dir. Und wieder kein Zombie-Kopf. Ja, ich hab euch. Hier, kommt schon. Ansonsten muss ich halt noch Looting auf das Schwert drauf machen. Ist nicht das Problem. Da der Potato getroppt lasse. Ah, toll. Jetzt muss ich auch noch Looting auf das Schwert machen. Damit wir überhaupt was bekommen. Du Zombie, der ist despawned. Na toll. Mann. Gut, dann muss ich mal kicken. Machen wir dann erstmal noch kurz was anderes. Und zwar gehen wir erstmal wieder in den großen Modus. Potatoes. So, die lassen wir mal kurz brutzeln. Was wir machen können. Du kommst hier rein. Da müsste jetzt dann auch Silicon sein. So. Solarium. Und dann fehlt uns halt noch der Zombie-Kopf. Leider. Ich habe echt keinen mehr. Ist natürlich echt bescheiden. So. Was wollte ich gucken? Genau. Armor. Denn ich möchte mal anfangen mit der Power Armor. Okay. Die ist aber günstig. Ein Redstone und Nuggets. Wie viel brauche ich denn insgesamt? 2, 4, 6, 8. Hammer. Jetzt fehlt nur noch das Eisen. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Helm. Dann so. Na toll. Das ist Hose und Schüchen. Und raus. Sehr schön. Dann haben wir jetzt die Power Armor. Die bringt uns natürlich jetzt grundsätzlich 1, 2,
3. Da haben wir noch Slabs. Slabs. Ja, haben wir sogar noch 3 Stück. Sehr schön. Armor Stand brauche ich. So, und 2 Eisen. Mit der können wir ja noch nicht viel anfangen, denn... Also zum Vergleich, die normale Eisenrüstung gibt uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 Rüstungspunkte. Die Power Armor bringt uns so nichts. Und von dem her ist es ein bisschen unschön. Deswegen werde ich die aber erstmal hier hinten hinstellen, bis wir dann die Ressourcen haben, um auszubauen, weil das ist schon fast am wichtigsten, die anständig auszubauen später, weil die wird dann auch überlebenswichtig werden für uns. Sehr schön. Ja, die Power Armor haben wir gecraftet, die war jetzt nicht allzu teuer. Weiß ich also nicht, was ich da vorher für ein Problem hatte im ersten Crackpack. Wenn ich das so richtig noch weiß. Da hatte ich, glaube ich, extreme Probleme. Ich glaube, am Ende dann mit den Upgrades craften. Dazu brauchen wir dann natürlich auch demnächst dann den Tisch. Aber das werden wir dann sehen. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wo haben wir denn unseren Tinker's Table? Ja, der ist ja hier. So, dann geben wir den mal Lapis macht Lack, genau. Lack, und was war Looting? Ja doch, passt. Genau. Den bringen wir jetzt mal auf volle Ausbaustufe, was wir an Lapis haben. Und sobald wir dann eh andere Items haben, so, wird es eh alles nochmal ein bisschen anders werden. Da wir dann auch entsprechend, sagt's mir, andere Sachen haben an Werkzeugen und was auch immer. Habe ich das resettet? Jo, nein, ist noch da. Sehr schön. Dann müssen wir mal noch kurz in die untere Zone. Ich glaube, ich kann auch hier hin. Weil hier müssten dann eigentlich auch Zombies sein, wo uns jagen möchten. Irgendwo. So. Ah, da haben wir auch noch Lapis. Sehr schön. Jetzt will ich mal kurz gucken. Emerald, dich. Hä, wieso wird das jetzt... Ach, Update. Ja, da war was. Heute kam auch noch ein Update vom Modpack. Sehr schön, dass hier keine Lava drunter ist. Ich muss mir dann die ganzen Einstellungen nochmal umsetzen. Das könnte man eigentlich auch ganz schön machen. Harvestable. Sneak. 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 Genau, so ist es schön. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dann sehen wir einfach nicht mehr, was da übrig ist. Beziehungsweise mit was es geharvestet werden muss. So. Dann können wir es nicht machen. Dann werde ich mir aus Obsidian noch einen Hammer machen.
Hammer? Ja, einen Hammer werde ich mir machen. Der mir dann hilft, dass wir Kobalt und Ardite abbauen können. Damit es ein bisschen schneller geht, dass wir Manillium herstellen können. Damit wir recht gutes Werkzeug haben. Ich mache mir einfach eine Spitzhacke. Weil das ist, glaube ich, dann am einfachsten. Eine Spitzhacke aus Redstone, wollte ich schon sagen. Aus ist auch nichts. Obsidian. Damit wir, wie gesagt, Manillium farmen können. Also Knochen und eine Katze. Toll, jetzt finde ich hier nichts mehr. Gut. Dann würde ich sagen, ich fliege mal geschwind wieder nach oben. Und schmeiß dann auch die Sachen, das Obsidian in die Smeltery. Dass wir dann eine Kobalt Harvestable Dingsbums machen können. Also dass wir mit Kobalt, oder dass wir Kobalt dann abbauen können. Ja, mach mal alles, ist ja egal. So, hier unten ist auch nichts. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Direwolf 20 wieder. Ciao!